06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Sascha Hildmannhoff, ein Highlight folgt quasi das nächste auf den Pokal, jetzt endlich auch der Ligastart. Freut man sich da fast noch ein bisschen mehr drauf, weil es endlich auch wieder um Punkte geht? Ja, noch mehr will ich jetzt nicht sagen, aber wir freuen uns natürlich sehr. Die Alemannia kommt morgen, erstes Spiel, Vorbereitung ist vorbei. Haben eine gute Vorbereitung gespielt, aber wir freuen uns jetzt alle auf den Wettkampf, auf das Messen jedes Wochenende und natürlich dann direkt mit so einem Spiel gegen die Alemannia nochmal ein Highlight. Hat man die Spannung in der Trainingswoche dann auch nochmal gemerkt, dass es dann jetzt eben auch ins erste Ligaspiel geht? Ja, da muss ich sagen, dass die Jungs schon immer eine hohe Anspannung im Training haben. Also vielleicht die Gespräche sind noch ein bisschen anders, dass es jetzt endlich losgeht, aber das Engagement und die Leidenschaft im Training ist schon immer sehr hoch. Aachen kennt man aus der letzten Saison, man hat da beide Spiele gewinnen können. Hier ein ganz, ganz spätes 1-0, das könnte man morgen natürlich auch wiederholen und dann könnte das Preußenstadion nochmal wieder ein bisschen eskalieren. Ja, also wenn man gesehen hat, wie das am Sonntag eskaliert ist gegen Wolfsburg, das war natürlich Wahnsinn, man hat so viel Spaß gemacht. Würden wir uns alle freuen, wenn das morgen wieder so passiert, wissen aber auch, wie schwer das ist und wie hart das ist und dass das ein richtig dicker Brocken morgen wird, das wissen wir auch. Kann man Aachen noch mit der Mannschaft aus der letzten Saison vergleichen oder hat sich da viel getan im Sommer? Nein, das kann man nicht mehr miteinander vergleichen. Sie haben sich sehr verstärkt auf verschiedenen Positionen, haben den Kader durchgemischt, haben einen neuen Trainer, der eine Handschrift hat und wir werden sehen, wie wir uns da morgen positionieren.